بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wie gesagt, also es ist wirklich unheimlich wichtig, erstmal sich ein Ziel zu machen und das Ziel niemals aus den Augen zu verlieren. Warum will ich lernen? Warum bin ich hier? Warum bin ich extra aus Deutschland in ein arabisches Land gefahren? Warum? Ja, weil es gibt so viele Leute, die kommen irgendwo hin, die gehen beispielsweise jahrelang ins Ausland und von denen hörst du nie was, von denen profitiert kein Mensch, gar nichts. Und deswegen guckt man sich einfach mal das Leben an, weil der Islam ist echt etwas, ist nichts Abstraktes, das ist etwas Reales. Der Islam spiegelt das Leben wider und der Islam, der ordnet jeden Lebensbereich. Und du siehst einfach, wenn man sich das Leben betrachtet, jeder Mensch, der Erfolg hat in einer bestimmten Sache, ist ein Mensch, der sich ein Ziel gesetzt hat, dann geguckt hat, wie komme ich zu dem Ziel und dann marschiert es bis zum bitteren Ende. So, egal, ob das in Politik ist, ob das in Tijara ist, ob das in irgendwas ist. Das heißt, man fragt sich, warum ist man hier? Das Problem bei vielen Brüdern in Deutschland ist, und ich sage das auch ganz, und nicht nur in Deutschland, allgemein, ist, dass es bei ihnen mehr darum geht, einfach so diese Gemeinschaft zu spüren und dazu zu gehören. Es gibt sehr viele Brüder, bei denen ist das so. Aber euer Ziel muss sein, die Elite zu werden. Das hört sich doof an, aber das ist einfach so. Man muss hohe Ziele sein. Wo willst du im Paradies sein? Willst du im Paradies unterste Level sein oder oberste Schicht? Okay, klar, es stimmt. Wir sind froh, wenn wir alleine schon es schaffen, nicht in die Hölle zu gehen. Ja, Alhamdulillah, da hast du schon, yani, kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyamah. فَمَنْ زُحْزِعْ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ. Ja, jede Seele wird den Tod kosten und dann wird euch euer Lohn am jüngsten Tag zugetan werden. Und wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und ins Paradies reinkommt, der hat schon gewonnen. Du musst dir vorstellen, ach, was für ein Feuer das ist. Ach, subhanallah, weißt du, ich habe mir echt mal so gedacht, ich habe dieses Gespräch schon des Öfteren erwähnt. Ich habe mich schon mit einem Bruder unterhalten, ein marokkanischer Bruder, und der meinte so zu mir, er ist ein guter Bruder, er hat nur einen kleinen Fehler und das sind Frauen. Das heißt, er hat mal hier eine Freundin, mal da eine Freundin, und da meinte er zu mir, er muss sich mal deswegen gerade machen. Also wie mit, der hat gedacht, er hat es mit Türsteher zu tun, verstehst du? Und ich sage zu diesen Leuten immer wieder, guck mal in den Ofen rein beim Pizzabäcker und stell dir mal vor, 5 Minuten in den Ofen rein, Bruder, du schaffst es nicht. Stell dir mal vor, 5 Minuten in den Ofen. Schau dir mal das Wasser auf dem Herd an, das am Kochen ist. Und dann überleg mal weiter. Ach, die Hölle ist unvorstellbar. Das Höllenfeuer ist unglaublich. Und deswegen, aber trotz alledem, ja, stimmt, wenn man das schafft, hat man schon viel erreicht. Weil die meisten Menschen werden in die Hölle gehen. Das ist nicht meine Worte, das ist das, was aus den Hadithen des Propheten a.s. hervorgeht. Und deswegen, wenn man alleine schon ins Paradies kommt, hat man schon großen Erfolg. Aber trotz alledem, man muss ein hohes Ziel haben. Umso höher das Ziel ist, umso weiter kommst du. Wenn du einfach nur denkst, ach ja, ich versuche mal, kommt man nicht weit. Und das muss das sein. Man muss versuchen, etwas zu verändern. Man muss sich erstmal selber verändern. Man muss sich selber mit dem Wissen bewaffnen, was für einen zur Waffe wird. Um damit falsche Gedanken gegen den Islam zu bekämpfen. Und da gibt es viele, Bruder, da gibt es so viele Sachen, verstehst du? Und deswegen lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht entmutigen. Und deswegen gebe ich euch einen Tipp. Eine wichtige Sache ist, wie man seine Zeit nutzt. Mach dir mal einen Zettel und schreibe darauf alles, was du lernen willst am Tag. Und dann machst du dir mal so eine Liste, 1, 2, 3, 4, alle Fächer. Und dann machst du dir mal pro Monat, was du an dem Tag geschafft hast. Zum Beispiel, schreibst du zum Beispiel Koran lesen. Dann tippst du das an welchen Tagen du das geschafft hast. Und dann guckst du mal, beobachtest du mal, bei welchen Sachen du Zeit verlierst. Es gibt bestimmte Sachen, wo man Zeit verliert. Man muss sich selber kontrollieren. Guck mal, wo du die Zeit verlierst. Weißt du, das gibt verschiedene Sachen, wo du die Zeit verlierst. Und dann gebe ich euch einen Tipp. Ach, dieser Tipp ist Gold wert. Besorge dir einen MP3-Player und lade darauf die Unterrichte im Arabisch drauf.
Und die ganze Zeit, wenn du am Rumlatschen bist, hast du den MP3-Player im Ohr. Die ganze Zeit, wenn du isst, guck mal, beim Essen, weißt du, wie viel Zeit beim Essen drauf geht? Beim Essen? Bruder, so viel Zeit geht beim Essen auf. Erstmal, du gehst zum Restaurant. Du holst dir da eine Kleinigkeit, da stehst du deine Dings. So, du hast die ganze Zeit genutzt. Weil du hast entweder Unterrichte gehört oder Koran gehört, das, was du lesen willst. Wenn du dir zum Beispiel so ein iPod kaufen kannst, zum Beispiel den Vers, den du auswendig lernen willst, lässt du immer wieder laufen. Verstehst du? Du hast also die Wege, diese Zeit, die du verplemperst, die hast du genutzt. Und möge Allah uns Zeit geben. Ich gebe euch jetzt Tipp, aber gleichzeitig motiviere ich mich selber dazu. Dann, diese ganzen Sachen liegen lassen, die nichts bringen. Bruder, das ist manchmal so viel. Bruder, es gibt manche Leute, die kommen aus Frankreich oder irgendwoher, die sind sich die ganze Zeit über irgendwelche Themen am Unterhalten, die nicht nur aus Frankreich, aber als nur ein Beispiel, die nichts bringen. Die nichts bringen, Bruder. Eine ganz wichtige Sache ist, dass das Wissen, guck mal, einmal haben wir von der Zeit geredet, aber dann ist es auch wichtig, dass du in der Zeit das lernst, was dir am meisten bringt. Was nützt es dir, wenn du eine Sache lernst, die zwar was bringt, aber der Nutzen ist gering. Frag dich mal, was willst du mit dem Wissen erreichen? Was willst du mit dem Wissen erreichen? Ich will mit diesem Wissen Herzen beleben. Okay, dann frag dich mal, ob das, was du gerade lernst, wirklich etwas ist, was sehr notwendig ist. Weil es gibt Fächer, Brüder, es gibt Fächer im Islam, davon brauchst du eine Grundkenntnis. Brauchst du eine Grundkenntnis. Du musst da nicht unbedingt der absolute Spezialist drin sein. Ich gebe euch einen Tipp. Nahu. Nahu. Du musst eine gewisse Grundkenntnis haben, damit du kapierst, worum es geht. Aber viele Brüder, die machen sich zum Spezialisten in Nahu. Die machen sich zum Nahu-Spezialisten. Nahu. Arabische Grammatik. Ja? Normalerweise würde es reichen. Viele Gelehrte, für die reicht das, zum Beispiel eine bestimmte Sache gelernt zu haben. Aber die machen sich zu einem Spezialisten, zu einem Nahu-Lehrer sozusagen. Das heißt, du hast in dieser Zeit, wo du dieses Buch gelernt hast, und ich sage nicht, das ist ein unnötiges Wissen. Ich sage nur, du musst dir selber die Frage stellen, in der Zeit, wo du beispielsweise Al-Fiyah ibn Malik auswendig gelernt hast, da hättest du in derselben Zeit Riyadus Salihin auswendig lernen können, wo, ich glaube, 1600 bis 1800 Hadithe vom Propheten a.s. drin sind. Frag dich mal, welches Wissen für uns in Deutschland in der Dauer mehr bringt. Und hier will ich nochmal betonen, ich sage damit nicht, du sollst kein Nahu lernen. Nicht, dass jemand falsch versteht. Ja, dann, weil das heißt nachher, wie der Pierre Vogel sagt, Nahu spielt keine Rolle. Nee, ist Quatsch. Sondern ich sage, natürlich ist das wichtig. Aber es gibt das, was man unbedingt notwendigerweise braucht, die Grundkenntnis. Und es gibt Spezialist hoch 10. Ja? Und das ist das, was ich meine. Und übrigens, das sind nicht nur meine Worte, sondern das habe ich zum Beispiel auch mit Sheikh Abu Isaac besprochen. Er hat gesagt, solche Sachen braucht man eigentlich nur auswendig, so diese Al-Fiyah und so, wenn man ein Spezialist in einer bestimmten Sache werden will, Was viel mehr Nutzen hat, ist, sich mit der Sunna und dem Koran zu beschäftigen. Bruder, das ist das, was am meisten, aber es ist so, Bruder, dass wir unsere Zeit, dass sehr viele Brüder ihre Zeit damit verbringen, eine bestimmte Sache zu lernen, die weniger Nutzen hat, und eine Sache, die richtig viel Nutzen hat, lassen. Ich gebe dir nochmal einen Tipp, Riyadus Salihin. Bruder, was meinst du, wenn einer Riyadus Salihin richtig gelernt hat von A bis Z? Bruder, dieses Buch von Imam Nawawi, 1600 bis 1800, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das jetzt genau sind. Bruder, das hat sowas von einem Nutzen. Ach, da kannst du dein ganzes Leben mit Dauer machen. Ach, da kannst du kannst du jeden Tag drüber reden, über dieses Buch. Glaubst du das? Das ist sowas von nützlich. Kitab Tawhid, was wir in Tawhid lernen wollen. Bruder, dieses Buch, 67 Kapitel von Muhammad Abu-Wahhab über Tawhid, Achi, das ist sowas von super. Und guck mal, wie dieses Buch aufgebaut ist. Dieses Buch, Achi, da siehst du nur Koran, Sunna, Koran, Sunna, Koran, Sunna, Koran, Sunna. Das ist das, was ich meine. Deswegen überlegt euch, was will ich, wo will ich hin? Was ist mein Ziel? Ja? So, wie komme ich dorthin und was hält mich von dem Ziel ab? Was ist besser für mich, was ist schlechter für mich und wie kann ich die Zeit richtig nutzen?
Das sind, wie gesagt, einige kleine Tipps dazu. Hat einer irgendeine Frage dazu? Zu dieser Sache, was ich jetzt gerade gesagt habe. Vielleicht gibt es irgendwelche Fragen von euch. Frage nicht, aber generell gilt ja die Regel, Arbeit durch Zeit gleich Leistung. Wenn man sich das irgendwie so verinnerlicht. Also Arbeit, dass man so viel wie man schaffen kann, Arbeit verrichtet und die Zeit so zu nutzen, dass man in kurzer Zeit viel Arbeit machen kann. Ja. Dass man wirklich Leistung draus hat und nicht so seine Zeit verschwendet oder... Ja, weil Bruder, du musst die einzige. Auch Arbeit, halt ja, faul es, ist. Es ist halt wirklich so, die Zeit ist kostbar. Ach, wir leben nur in diesseits einmal. Du hast einmal Geburt bis zum Tod. Hier in dieser Zeit entscheidet sich, ob du ins Paradies oder in die Hölle gehst. Relativ kurz. In dieser kurzen Zeit entscheidet sich für dich, ob du in die Hölle oder ins Paradies kommst. Subhanallah, ach. Und glaub es mir, am jüngsten Tag, jeder Mensch, achi, der Gläubige, der wird jede Sekunde, die er nicht für Allah genutzt hat, bereuen. Achi, der Ungläubige wird sein ganzes Leben bereuen. Achi, guck mal, ist euch mal was aufgefallen? Guck mal, was die Zeit angeht, was kostbar ist. Ihr müsst mal im Koran gucken, was die Antwort der Ungläubigen meistens in der Hölle ist. Sure 23, Vers 100 beispielsweise, was sagt Allah dort? Da sagt er über die Ungläubigen, was? Hatta idha jahadumul mawtu qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Bis zu einem von ihnen der Tod kommt, dann sagt er, oh Allah, bringe mich zurück, auf dass ich nochmal gute Taten mache, in dem, was hinterblieben ist. Kalla inna kalimatun huwa qailuha wa min warayin barzakhu ila yawmi yub'athun. Und hinter ihnen ist ein Barzakh, die Zwischenwelt, sagt Mujahid ibn Barzakh, was sagt er? Der sagt, Barzakh, ma bainal mawti wal bahth. Also was zwischen dem Tod und der Auferweckung ist, das ist Barzakh. Das heißt, das Grab und so weiter. Bis sie auferweckt werden. Anfiku mimma razaknakum min kabli ayyati hadakumul maut. Faqala rabbi law la akhartani ila ajrin qarib. Bis zu einem von ihnen der Tod kommt. Spendet von dem, womit wir euch versorgt, man, bevor zu einem von euch der Tod kommt. Und dann sagt er, oh mein Herr, hättest du mir doch nur noch ein bisschen Zeit gelassen, dann hätte ich wahrlich gespendet und hätte zu den Rechtschaffenen gehört. Deswegen, ach, die Zeit ist kostbar. Aber es gibt Sachen, wo die Zeit drauf geht. Es gibt Sachen, wo die Zeit drauf geht. Weißt du, Bruder, ich habe zum Beispiel mit einigen Brüdern aus Russland geredet. Ja? Die haben zu mir gesagt, ja, boah, es gibt da eine Schule in so und so und so und so. Da sind die Leute von morgens bis abends am Lernen und so weiter und so fort. Und das ist richtig gut und da kann man gar nicht schlafen und so weiter und so fort. Ich sage immer, Bruder, es kommt auf die Person an. Jede Person, und das ist etwas, was vielen nicht bewusst ist, ist beim Lernen anders. Weißt du, Bruder, ich gebe dir mal einen Tipp. Ist genau wie beim Gewichtheben oder beim Bodybuilding. Die eine Person, die kannst du richtig belasten und dadurch wird er besser. Die andere Person, die braucht aber längere Zeit. Wenn du den voll belastest, der bricht ein. So zum Beispiel mit dem Schlaf. Leute sagen, ja, am besten nur 4 Stunden am Tag schlafen. Ne? Das ist für jeden so. Weil für manche Leute, wenn die 4 Stunden am Tag schlafen, ach, die sind nach 2 Wochen kaputt. Deswegen musst du genau gucken, was liegt dir. Zum Beispiel der andere kommt mit, oh ja, jeden Tag 2 Seiten vom Koran auswendig, jeden Tag 4 Seiten vom Koran auswendig lernen. Ach, das hat keiner gesagt. Das ist vielleicht für dich richtig, weil du schaffst das. Aber der andere, der lernt 4 Seiten am Tag, 3 Tage, 4 Seiten pro Tag vom Koran auswendig und danach hat er wieder alles vergessen. Für den ist es vielleicht besser, jeden Tag 3 Zeilen auswendig zu lernen. Er macht das kontinuierlich immer weiter durch. Das heißt, man muss selber gucken, was für einen selber am besten ist. Aber eins ist Fakt und das müsst ihr auch wissen. Wir haben, und das ist etwas, was vielen Leuten noch nicht bewusst ist, wir haben ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein hat einen riesengroßen Einfluss. Und was hier zum Beispiel gut ist, ist, wenn du zum Beispiel, du kannst unheimlich gut auswendig lernen,
In dieser Phase, wo du so richtig entspannt bist, deswegen gibt es autogenes Training. Das Ding ist, Leute, Schirk, dies, das. Nee, das ist nur eine Beobachtung, wie der Mensch reagiert. Das ist eine Beobachtung, wie der Mensch reagiert, wie der Mensch am besten lernen kann. Zwischen dieser Phase, wo du ganz in Ruhe bist und so weiter und so fort. Und manche Sachen, die speichern sich im Unterbewusstsein. Man hat zum Beispiel festgestellt, wenn Leute vor dem Fernseher einschlafen und der Fernseher läuft, das Unterbewusstsein kriegt das mit, was im Fernseher läuft. Deswegen, was man auch machen kann, ist, wenn man so schlafen kann, wenn das einem nicht beim Schlafen stört, das ist die Bedingung, leise den Koran anmachen. Versuch das mal, Achi. Glaub es mir, danach, du willst die Sure lernen, die hast du gehört, immer wieder beim Schlafen, das geht auf einmal ratzfatz. MP3-Player am besten? Kommt drauf an, manche machen MP3-Player an, manche machen irgendwas anderes, kommt drauf an. Manche stört das auch, manche können dann nicht schlafen, verstehst du? Das ist wieder, was ich sage, unterschiedlich. Man muss manchmal Sachen ausprobieren, weil der Mensch ist unterschiedlich, das ist genau wie beim Essen. Guck mal, beim Essen, manche Leute zum Beispiel, die reagieren auf eine bestimmte Speise allergisch. Und für manche ist diese Speise besonders gut. Deswegen muss man dieser Sache immer ein bisschen aufpassen. Gibt es sonst noch irgendwas? Sonst noch, hast du eine Frage? Ne? Punkte, die einen vom Lernen abhalten, also das ja viel Zeit wegnehmen. Ja, wie? Dass man sich davon einfach, dass man eine Sache nur erwähnt, dass man dann weiß, ja, warte mal, diese Sachen, die brauchen zu viel Zeit. Guck mal, Bruder. Was super viel Zeit kostet, sind Einkäufe, Essen gehen, Sachen waschen draußen, hin und her, diese ganzen Wege. Badezimmer. So, da kann man natürlich dann Badezimmer, diese ganzen Sachen. Aber wie kannst du das nutzen? Bruder, guck mal, weißt du, ich habe das ausprobiert. Immer wenn ich auf dem Weg bin, irgendwo hin, ich gehe zum Laden, ich kaufe mein Brot, ich höre Durus. Ich höre pro Tag 2 Ders auf diesem Weg. Kannst du dir das vorstellen, Achi? 2 Ders pro Tag. Weißt du, wie du davon profitierst, Achi? Weil du erinnerst dich ja immer wieder an Sachen, Bruder. Immer wieder kommen Sachen wieder in dein Gedächtnis rein. Glaubst du, was meinst du, wenn du das machst, Achi, was du da beim Lernen profitieren kannst? Weil das ist, dann gibt es natürlich auch, dass man manchmal zu sehr, zu ungeordnet ist. Ja, aber ich bin jetzt bei mir persönlich, ich bin zum Beispiel so. Ich bin halt ein totaler Chaot. Ich kann das nicht. Ich kann diese Zeit nur überbrücken, indem ich mir Durus dabei anhöre. Alhamdulillah. Also solche Sachen, so man kann es machen, aber man soll es nutzen, wie ein Ja klar, Bruder, weil es geht ja nicht anders. Wenn du essen gehen musst, musst du nur mal essen gehen. Du kannst ja nicht das Essen lassen. Wenn du trinken gehen musst, wenn du auf Toilette gehen musst, geht ja nicht. Nur, wenn du dir zum Beispiel diese Sachen dran, und was ich euch noch sage ist, Bruder, wichtig nochmal, Ziele setzen. Wo will ich hin, was will ich erreichen? Und da ist es auch wichtig, was man für ein Wissen lernt, Bruder. Man muss auch Wissen lernen, wie man Menschen richtig motiviert. Ach, ich glaube es mir, ich gucke mir manchmal Durus an, von Leuten, Bruder, die ich schätze vom Wissen her. Aber wie die den Vortrag halten, katastrophal. Ist einfach so. Ich will über keinen lästern, aber das damit kannst du kein. Das ist einfach, man könnte so viel dabei rausholen. Das hat schon mit der Körperhaltung zu tun. Ich meine, jeder macht mal einen Fehler hier und da, aber das sind so Sachen, die man lernen kann. Zum Beispiel, weißt du, man macht einen Vortrag und dann sitzt man da so. Das siehst du schon aus, als wenn du lustlos bist. Bruder, diese Lustlosigkeit überträgst du auf die anderen Leute. Dann zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hältst, und du bist immer nervös am Rumgucken. Ach, verstehst du? Ach, das sind so Sachen. Dann die Armhaltung. Verstehst du, Bruder? Man hat die Arme nicht hier hängen, man hat die Arme nicht hier oben. Hier oben ist, ich bin in Deckung, ich muss mich schützen. Sondern die Arme sind in diesem Bereich. Da gibt es verschiedene Sachen von, also verschiedene Haltungen, einfach die fehlerhaft sind. Erstens, der Blick ist zu den Leuten. Dann ist wichtig, wenn du im Publikum einen Vortrag hast, du guckst hier hin, du guckst dahin, du guckst dahin, du guckst dahin. Warum? Weil dann fühlt sich immer wieder jeder angesprochen, verstehst du? Du wächst den auf mit deinem Blick. Weißt du, wenn du immer nur in die eine Richtung guckst, nur hier sitzen die Leute, sitzen gerade hauptsächlich hier, das nur mal nebenbei. Verstehst du, dann fühlen sich die Leute nicht angesprochen, verstehst du, bei einem Vortrag vom Publikum. Dann die Körperhaltung. Oder wenn du schon so krumm stehst, heißt du bist krumm. Wenn die Beine nebeneinander stehen, heißt du bist ängstlich. Verstehst du, das sind alles so Sachen, Achie, worauf man achtet. Körperhaltung.
Hand in der Tasche. Macht einen Vortrag, hat die Hand in der Tasche. Heißt, du hast was zu verstecken. Du hast was zu verstecken, nee. Die Hände, es gibt zum Beispiel, es gibt vier Sachen von Handbewegung, die Power geben. Offene Handbewegung, hier. Dann Daumen hoch, Faust, Finger, hier. Das sind Sachen, verstehst du, die Power rübergeben, gerade Körperstellung. Dann meistens, guck mal, der Prophet, wie hat er die Rede gehalten? Der hat die Rede gehalten im Stehen. Warum? Weil du hast mehr Atemluft. Deine Stimme kommt anders rüber. Das ist wichtig. Deswegen normal, wie wir jetzt hier sitzen, ist jetzt, weil es hier gemütlich ist. Normal, wenn man von einem Publikum redet, ist immer besser. Das heißt aber jetzt auch nicht, dass man sich verkrampft. Oh, habe ich dies falsch gemacht? Habe ich das? Aber es sind so kleine Sachen, auf die man achten muss. Und das ist auch wichtig, weil was wollt ihr? Ihr wollt Leute motivieren. Wir wollen Leute rufen. Wo das Problem ist, viele Leute verstehen unter der Dawa eine Dawa, die nichts verändert. Die schon seit, verstehst du, die Dawa muss dazu da sein, um was zu verändern. Und das ist auch, warum wir über Mohammed Abdul-Wahhab reden wollen. Du kannst nichts verändern, wenn du denkst, du redest in deiner Moschee und machst Unterricht mit 10 Leuten. Sondern für uns ist wichtig, diese Leute da draußen sind, die nichts vom Islam gehört haben oder die nichts vom richtigen Islam gehört haben, um die zu erreichen. Wir müssen die Botschaft zu denen raustragen. Das muss die Aufgabe sein. Wie gesagt, das waren erstmal einige Tipps, inshallah. Und möge Allah uns Ikhlas bei unserer Aufgabe gehen. Subhanallah, wir haben die Gestalt, wir erinnern uns, dass da vor der Kutub liegen.